Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Ja, wir haben die zwei in der letzten Episode zusammengebracht. Leider hat sie es nicht überlebt, auch wenn es jetzt im Geiste halt mit ihr jetzt zusammen ist. Ja, ich würde sagen, wir versuchen rauszugehen, was irgendwie nicht geht. Warum kann ich den privaten Raum nicht verlassen? Aufträge haben wir keinen. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Oder muss ich mit Bibi was machen? Oh, Bibi ist gar nicht da. Du? Du? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes Bibi hat ein ernstes Problem. Episode 6. Dead Man. Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren Bibis über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge Babies sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Ihr Platz ist weder bei uns noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz ist dazwischen. Und sie gehören weder der einen Welt noch der anderen. Aber Bibi 28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Zu dir, Sam. Naja, wir sind Partner. Partner? Sam, ein Bibi ist ein Werkzeug und kein Mensch. Brücke, ja. Baby, nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. Bibi 28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet. Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Wird das funktionieren? Na klar. Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Lou wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das Bibi wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Ich sagte doch, es ist kein Problem. Wir drücken Reset und starten. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und deshalb hasse ich diese Teile. Sam. Von meiner Reise durch den Strand war ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt.
Ich hab's ja gesagt, das Ganze wird halt einfach immer abgefuckter, je weiter wir spielen. Und warum steht er jetzt einfach so in... Okay. Darf ich fragen, was du in der Dusche machst? Was? Ah, ach, was soll's. Hier drin bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahme. Keine Videos für Lippenleseranalysen. Komm näher. Bei Hartmann darf hier von nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Lehresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Die Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strahan. Richard. Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartmann damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen oder sein Gesicht. Aber du vielleicht. Weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er trug die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennungen. Klar. Tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal. Sobald du bereit bist. Wieso? Können Sie mir nicht einfach gerade mal direkt sagen, was ich denn machen muss, was Sache ist? Aber soll heißen, dein Hartmann hat vielleicht ein doppeltes Spiel? Oder ist es vielleicht sogar Hicks? Wobei, das glaube ich jetzt nicht. Naja, gut. War jetzt überhaupt nicht schräg. Okay. Dann machen wir einen Abflug hier. Ich finde es noch dezent uncool, dass wir jetzt keinen BB mehr haben. Macht ein Regenabenteuer umso besser. Gut. Schauen wir mal. ID wird geprüft. Deadman sagt, dein BB funktioniert nicht richtig. Ja, aber sagt er das jetzt eh schon die ganze Zeit?
bis wir dieses Problem gelöst haben. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Und je weiter du nach Westen gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen. Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgemont City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben soll. Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es wieder betriebsbereit zu machen. Da er hier ist, könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen. Nicht Deadman, Die Hardman, so. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay. Du warst gerade bei uns. Zuerst musst du ein paar Prepper in der Gegend ans Netz bringen. Ja, aber klar. Die Dichte vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen BB-28 und seiner Todmutter. Wieso? Dann müssen wir, wie ich schon erklärt habe, die Justierung deines BBs anpassen. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Natürlich. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Zum Glück treibt dieser Plan unsere anderen Ziele voran. Wir wollen diese Region ohnehin ins chirale Netzwerk integrieren. Also belieferst du Prepper, baust so Beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie, an Bord zu kommen. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bergen einzurichten. Aber viele Leute haben es trotzdem versucht. Überall sind Bunker verstreut. Wir haben eine Auftragsliste von ihnen, die abgearbeitet werden muss. Aber vergiss nicht, das sind Leute, die freiwillig da draußen leben. Ja, Leute, umso besser für mich. Privatsphäre wichtig ist. Denk nicht, es könnte leicht werden, sie zu überzeugen. Du musst ihr Vertrauen Schritt für Schritt, Job für Job gewinnen. Noch etwas, Sam. Für eine Weile wirst du ohne Bibi unterwegs sein. Na, was du mir sagst. Fähigkeit auswirken, GDs zu entdecken. Also halte Augen und Ohren nach allem Ungewöhnlichen offen. Und meide den Regen, wenn es irgendwie geht. Gut. Noch weiter den Berg hoch. Noch weiter. Aha. Rettung verletzter Boote in den Bergen. Ja, gut. Ich würde sagen, nehmen wir mal alles an. Alles klar. Du hast jetzt eine Fracht. Warte, wir schießen Kapseln mit Fracht über große Distanzen ab. Die Kapseln sind mit Fallschirm ausgestattet. Bla bla bla. Okay. Ja, ist soweit klar, aber das will ich ehrlich gesagt noch nicht. Was ich auf jeden Fall vermutlich brauche, ist eine. Gesamt 3. Etwa gerne mal 2. 2 Blutbeutel. 2. Stiefel. Machen wir auch mal einen. Cola Gun. Ja, machen wir mal 2. Anti-GD. Beziehungsweise Blutgranate. Ja, soll man Lastenschwer mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Alles klar. Ja, machen wir mal. Ja, Online-Garage. Hier haben wir ja was da. Alles umladen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt gerade ein bisschen viel mit. Lass mal schauen. Lastenschweber, Bolagan, Hochleistungsfeder, medizinische Proben, Bolagan. Blutgranate, Leiter, Blutgranate, Blutbeutel. Sind die gefüllt? Ja. Geschwindigkeitsskelett, Blitzschussstiefel. Am Anzug, Blutgranate. Ja, wir sind ein bisschen voll. Okay. Aufbrechen. Gut. Schön da bleiben. Na gut, was machen wir jetzt als erstes? Sollen wir zu ihm mal hier gehen?
Medizinische Proben. Was haben wir hier so alles? Online-Brücke. Ja, dann gehen wir mal hier so runter. Und hier so rauf. Ab zum Arzt. Ja, das Gewicht ein bisschen reduzieren kann. Ja, ja, immer doch. Was ist jetzt? Sam, hörst du mich? Nein. Lochner? Aha. Ich melde mich über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. Wir sind wieder vereint. Eins. Für immer und ewig. Wir sprechen uns noch, also sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht es nicht. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Was wir wollen. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Du hast uns geholfen. Wir sind jetzt alle verbunden. Alles klar. Jetzt so im Nachhinein überlegt, wäre vielleicht dieses Frachtbluss-Skelett nicht schlecht gewesen. Nice. Du geh. Ey, geil. Das ist ja so jetzt wirklich gerade um die Ecke. Danke, liebe andere Spieler, die das gemacht haben. Ihr seid einfach die Besten. Sehr, sehr geil. Muss man nur hier ein bisschen aufpassen. Jetzt da hinten auch noch weiter? Nee, glaub nicht. Oh, moin. Bitteschön. Eine Lieferung? Oh, gut. Ausgezeichnet. Alles scheint im besten Zustand zu sein. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Hilfst du mir, den UCR beizutreten? Ja, sehr gerne. Ich mehr Menschen die ärztliche Aufmerksamkeit schenken kann, die sie benötigen, ist es die Mühe wert. Ich glaube, das wird wie beim letzten Mal sein. Einer ist immer sofort dabei und der andere hat wieder so ein extra Special. Wenn man mal das anschaut, da links sind ja nochmal drei Gebiete gewesen. So, Arzt ist beim URC mit dabei. Gleich ist jetzt mit dem geraden Netzwerk verbunden. Ja, ja, soweit alles klar. Ich danke dir. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ach, übrigens habe ich etwas gefunden, das dir nützen könnte. Es gehört dir, wenn du magst. Was mit? Was ist das? Aftershave? Feldtasche wird auf Stufe 2 verbessert. Oh, cool. Deine Lieferungen haben Leben gerettet. Und wie du weißt, bedeutet jedes gerettete Leben ein GD weniger. Was langfristig noch mehr Leben rettet. Bitte gib nicht auf, wie schwierig es auch werden mag. Ich bitte dich inständig. Du hast einen weiteren Bunker ins Netzwerk geholt. Gut gemacht. Das chirale Niveau steigt wie prognostiziert. Das ist gut. Es wird dich freuen, dass die Operation von BB-28 gut gelaufen ist. Es sollten keine zusätzlichen großen Eingriffe nötig sein. Wir sind noch nicht über den Berg. Aber ich denke, das Schlimmste haben wir hinter uns.
Jetzt müssen wir nur noch das Netzwerk weiter ausbauen, Änderungen beim Anstieg des chiralen Niveaus überwachen und Anpassungen vornehmen. Medikamente sollten genügen. Weiter so, Sam. Gut, dann zum nächsten. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn wir dann die Person hier retten, dann müssen wir den Rücken irgendwie freikriegen. Oder halt irgendwas hier auf das Fahrzeug laden. Wie machen wir denn jetzt weiter? Online-Sprungraumbild. Die Leute sind da hinten ein bisschen weitergegangen. Wir müssen jetzt hier hin. Wie soll ich da hinkommen? Ich glaube, der beste Approach ist... Was ist das? Chirale Brücke. Zeitregen Unterstand. Haben wir ja auch irgendwo so einen geilen Lift. Zeitregen Unterstand. Und da ist die eine Person. Robotikerin, wie komme ich da nur hin? Das da hinten ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Ja, ich fahr mal zurück. Und ich glaube, ich werde das Fahrzeug mal in der Garage parken. So, Full Speed. Dass du so gut bremst. Okay, kann ich dich da in... Warte mal, ich glaube, das muss ich über das hier machen. Können wir den aktivieren? Garage, Hangar, Garage. Aufzug. Fahrzeug einlagern, bestätigen. Fahrzeug wird eingeladen. Okay, zu Fuß geht's weiter. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte, eine angenehme Reise. Also, der Plan. Nee, wir haben auf dich gewartet, Sam. Ja, natürlich. Soll man vielleicht. Da gehen einen Haufen Leute rauf. Irgendwie hier. Und wo ist sie? Da hinten. Lass uns mal bis dahin schaffen und dann gehen wir vielleicht hier so entlang. Und da ist aber ein Berg drüber. Mal gucken. Erste Markierung da hinten. Ciao. Man wirklich mal so querfeld ein da rauf gehen? Okay, kommst du da rauf? Willkommen, Sam Porter Bridges. Robotikerin. Wollen wir das mitnehmen? Warte mal, das ist die Robotikerin, wo wir ziehen müssen, oder? Ja, ist es. Ja, nehmen wir es mal mit. Ja, gut. Also, ist jetzt fast wie eine Mount Everest-Wanderung jetzt hier. Bin auf dem Berg hoch. Da, nochmal eine Robotikerin. Federn. Warum braucht die Federn? Irgendwas sagt mir, dass Querfeldein irgendwie
falsche Weg ist. Okay, geht. Oh! Ja, dann mal schneller hier. Ich hätte Kletterzeugs mitnehmen sollen. Hauptsache hier oben sind Metalle. Ja, genau. Geil. Ja, da gab es schon 500 Likes hier. Mal rüber da. Und hier runter. Warum ist hier oben ein Wolkenkratzer? Why? So, komm. Runterlaufen. Ja, natürlich. Regen. Wobei, ist es dann jetzt eher so ein Zeitschnee? Gut. Geil. Also, da drin werden wir auf die Gs treffen. Was sagt denn der Wetterbericht? Genau, das sind hier so die Türme hier. Also links rüber wäre die bessere Wahl, glaube ich. Ne, Moment mal. Wetterbericht. Zeig mal ganz kurz. Ah, okay. Ach so, die ganze Zeit hier drin Regen. Ja, ich habe ich auch gern. Soll ich warten? Soll ich nicht warten? Zeit im Zeitregen verbringen. Ah, hier. Um Unterstand, Entschuldigung, 10 Minuten vergangen. Manchmal hört es einfach nicht auf. Wenn du geschützt abwartest, zieht dir die Wetterbericht an, um herauszufinden, wie lange du warten musst. Also muss ich das jetzt öfter machen. Okay, 10 Minuten. 20. 30 Minuten. Okay. Nochmal. 10 Minuten vergangen. Das Wetter hat sich nicht gebessert. Und nochmal. So, jetzt muss aber besser sein. Das Wetter hat sich gebessert. Okay. Dann gehen wir da lang. Ach, so eine Schneewanderung ist doch was Schönes. Oh weh, ich muss zu der zweimal hinlaufen. Vielleicht mal ein Scan machen, um was mal interessant. Oh, spezielle Legierung. Moment, Wetterstation? 208 Likes. Also das gleiche wie das da unten, oder? Ja. Wir sehen uns. Ich würde mal sagen, so spätestens in einer halben Stunde sind wir da. Der Akku wird ja nicht schneller aufgeladen, wenn ich stehe, oder? Nee.
Markierung C7, spezielle Legierung. Nee, vielleicht beim Rückweg nehme ich da ein paar Sachen mit. Verlorene Fracht. Nee. Jetzt können wir nochmal einen Pool aus. Martin Not City. Das können wir vielleicht noch mitnehmen, wenn wir da zurückgehen. Gut, vom Fracht entfernt. Cooler Gang. Ah ja, das passt schon. Wieso wohnt man freiwillig so weit oben? Mitten eben nirgendwo. Wenn du krank bist oder sonstiges, brauchst du ja ewig. Beziehungsweise wenn du eine schwere Verletzung hast, bist du hier oben verloren. Ja, da hätte man noch ein Paket für den Arzt. Okay, Karte, wo sind wir? Ja, da noch weiter rauf. So, mal ein bisschen Express walken nach da oben. Nicht weiter runter. Komm, du schaffst es, darauf zu gehen. Ah, Gott sei Dank. Und hier rein. Wenn ich mit dem Freebeater hier raufgefahren wäre, dann wäre mir das Saft ausgegangen. Dann hätte man ein Fahrzeug, mit dem man nichts anfangen kann. Komm, lass es. Cheat. Da muss es ja nach unten gehen. Da muss es ja steil nach unten gehen. Ach toll. Wie soll ich da runterkommen? Naja, hier vielleicht so ein bisschen. Irgendwas sagt mir, dass ich mich da wieder ein bisschen wehtun werde, wenn ich jetzt da runtergehe. Immer schön Gleichgewicht halten. Ich drücke auch durchgehend die Tasten, damit er das tut. Nee, nee. Schön langsam. Wow. Stehen bleiben. Wir sind unten. Was zum Teufel? Was machst du hier unten? Boah, eigentlich müssen wir doppelt und dreifach hier verlangen, für das, dass man hier hinlauft. Guten Tag. Ich hätte da was. Sehe. Neu.
Nice. Weniger als 50% Schaden. Uns hat es ja nicht hingeschmissen. Ach, die verlorene Fracht ging ein Acker dazu. Okay. Und schließt du dich uns an? Bist du der Ansprechpartner für das chirale Netzwerk? Könnte man so sagen. Kann ich nach Vertragsabschluss wirklich auf eure Baupläne und so weiter zugreifen? Ja. Ich will meine Forschung mit allen teilen. Ihre Arbeiten haben mir genutzt. Deshalb soll meine Arbeit auch ihn nutzen. Gott sei Dank. Ich muss nicht nochmal hierher laufen. Nice. Vielen lieben Dank. Was? Geländeskelett? Kann ich denn damit machen? Ah, cool. Da sind jetzt auch die GD-Warnungen drin. Good to know. Einige Leitern. Manche sind da links entlang gegangen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Dann sitzen wir wohl in einem Boot, Sam. Ich würde dich gerne herumführen, aber hier sieht es gerade schlimm aus. Danke, Sam. BB-28 scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Seine Bindung zur anderen Seite wird stärker, wie von uns erhofft. Die Krämpfe und Spasmen haben auch nachgelassen. Ich weiß, ohne ein BB ist es hart da draußen, aber du musst den guten Kampf fortführen. Genauso wie das Kleine. Genauso wie BB-28. Sam, wir haben einen Auftrag von einem neuen Kunden. Sieh ihn dir auf dem Terminal in Mountain Nord City an. Und zwar schnell. Anscheinend braucht jemand Medikamente. Ja, ich würde sagen, noch dreimal und dann kriegen wir unser BB wieder. Also, kann ich überhaupt das recyceln? Naja, okay. Material nehmen. Kristalle. Nee. Zu liefernde Fracht anvertrauen. Gemeinschaftskasten haben wir hier. Achso, das wäre aber Sachen spenden. Aufträge annehmen. Oh, warte mal, mit Bots. Ja, mach mal das da. Und tschüss. Setze autonom. Ja, und wir schauen auch nochmal rein, haben wir für den Rückweg was haben. Standard nach. Muss an Arzt, an Wetterstation. Wertvolle, wiederverwendbare, giftige Chemikalien, Wogwarnung. Lieferung in bergiges Gelände, Frachtzustand 15. Soll man das tun? Ja gut, wir gehen sowieso zurück, also tun wir das halt. Oh, das ist das Maßgefährt, dass die Bewegungsfähigkeit des Trägers verbessert, dass es immer leichter ist, ungelenkt das Gleichgewicht zu halten, solange das Skelett ausgefüllt ist. Okay. Und bestimmt auch auf jeder holprigen Straße. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Nö. Erstmal nicht. Oh, das Ding ist ganz schön schwer. Will ich das vielleicht doch haben? Ach nee, wir machen es ohne. Aufbrechen, los geht's. Auftrag zugewiesen. Nice. Okay, da haben wir einen Pfad. Dankeschön. Also ein paar Leute sind dann hier entlang gegangen, gehen dann vermutlich da so runter. Und hier da so wieder rein, so wie ich gegangen bin, vermutlich. Ja, da vorne haben wir hier auch wieder die Warnung. Ja, dann... mal hier. Nicht aufgeben, oder soll man doch
Was ist das Rote hier? Schwierig zu befahren. Ja, oh ja, wow. Was sind GDs? Wo ist denn jetzt eigentlich die eine? Ach, die war ganz da hinten. Es wirkt hier auf der Karte immer alles so weit weg. Dabei ist es gar nicht so weit weg. Sollen wir mal hier oben lang gehen? Oder? Ja, egal, wir gehen mal den Umweg. Aber ich würde sagen, nicht mehr in dieser Episode. Beziehungsweise, glaube ich, gehe ich da für mich zurück. Und dann starten wir im Mountain North City. Tun da abladen, suchen die Person und schauen mal, was wir sonst noch so machen müssen. Vermutlich. Wo war die Ansicht? Hat hier nochmal drei Sachen, die wir anbinden müssen. Und da ist ja auch noch was. Da ist ja auch noch. Ja, es ist halt schon noch ein bisschen was zum Anschließen. Und dann, glaube ich, kommt ja vermutlich noch ein Segment. Davon gehe ich mir ganz stark davon aus. Spannend, aber macht Spaß. Hoffe euch auch. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Reise auf der Wanderung. Bis dann. Tschüssikowski. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.